Oh,
Oui,
Présente à tout le monde ici.
C'est moi, elle pourrait t'aimer. C'est moi, elle pourrait t'aimer.
Je sens le visage
Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, es folgt nun eine ungefähr 20-minütige Pause, in der wir Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wiener Staatsoper sowie Gespräche mit Künstlern zeigen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Sehr geehrte Frau Nazarova,
Es ist schon fast falsch, wenn man sagt, Sie sind eine Hoffnung für die Sängerwelt, weil Sie haben ja schon einige Hoffnungen eingelöst. Aber ich sage es trotzdem noch, Sie sind nach wie vor trotzdem auch eine Hoffnung für die Sängerwelt. Aber vielleicht zunächst einmal ganz am Beginn, haben Sie immer schon die Idee gehabt, auf der Bühne zu stehen? Jetzt gar nicht Sängerin oder Schauspieler, sondern grundsätzlich auf der Bühne zu stehen? Oder ist das etwas, was sich zufällig ergeben hat? Ich muss sagen, es war nicht Ziel, auf der Bühne zu stehen, sondern es war Ziel, singen. Das hat mir immer Spaß gebracht und das war für mich immer unglaublich wichtig. Ich weiß nicht wieso, von meiner Kindheit an habe ich immer gesungen und ganz genau zu mir selbst gesagt, ja, ich werde Sängerin und also klassische Sängerin. Ich weiß nicht, wer hat mir das gesagt, wieso habe ich das bekommen als eine Idee, aber es war immer sehr bei mir klar. Und es gab niemals den Moment, wo Sie gesagt haben, kurze Zeit lang, ich werde doch, weiß nicht, Ärztin oder Rechtsanwältin oder Malerin oder was auch immer. Es war immer ununterbrochen, immer die Sängerin. Fast. Es war eine kleine Periode, wann hatte ich einen neuen Lehrer bekommen und er hat ein bisschen so irgendwelche Ängste für mich gemacht und ich habe überlegt, vielleicht ist es doch zu schwer und dann ist es eine Periode nicht so leicht gegangen. Dann habe ich gedacht, vielleicht, ja, was könnte ich aber anders machen? Und es war eine kurze Zeit, wann habe ich überlegt, nachzugeben, aber trotzdem, mein Charakter hat gesagt, nein, ich schaffe es und ich werde zeigen, dass ich gehöre zu dieser Welt, Operwelt und dass ich schaffe es und ich habe genug Stimme, ich habe genug Talent und ich bin nicht so klein und das wird mir nie stören und vielleicht habe ich ein bisschen geschafft. Sie haben das sehr geschafft. Wenn man Ihnen sogar zuschaut auf der Bühne, Sie sind, hat man das Gefühl, so ein Naturtalent. Wenn man Sie als Despina gesehen hat, in der Cousine zum Beispiel, da quirlen Sie so auf der Bühne herum. Also abgesehen davon, dass Sie wunderbar singen, Sie spielen auch sehr gut und Sie wirken einfach sehr gut auf der Bühne. Ist das etwas gewesen, wo Sie sagen, Sie haben jetzt jede Handbewegung gelernt, studiert, schauspielmäßig oder ergibt sich das im Moment oder wie passiert das? Es hat so passiert, dass einmal war ich... Es war für mich unklar in diesem kleinen Moment, dass ich werde eine Sängerin und dann habe ich gedacht, nein, ich muss es schaffen. Wie schaffe ich das? Ich habe gedacht, ich muss sehr brav studieren, gute Technik haben, immer arbeiten, immer versuchen, besser und besser, freier zu klingen. Und dann habe ich gedacht, was kann ich noch machen, damit ich das schaffe, wenn ich zum Beispiel nicht genug Stimme habe? Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich wirklich so ein Paket haben, damit ich Leute überzeugen kann. Was muss ich machen? Dann habe ich gedacht, okay, ich muss Schauspiel studieren, damit ich nicht nur gut singe, sondern auch gut spiele und dass die Leute sehen, oh, die Opernsängerin, sie kann auch gut spielen und nicht nur singen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich mehr Chance, das zu schaffen. Und dann habe ich sehr hart gearbeitet. Das war für mich ziemlich schwer. Ich habe Schauspiel studiert und da war wirklich für mich nicht leicht, weil ich war eigentlich sehr schüchtern. Ja, das könnte man nicht glauben, aber es war für mich wirklich nicht leicht und ich, Gott sei Dank, habe ich sehr gute Lehrerinnen gehabt. Die haben mir wirklich geholfen, meinen Charakter zu verstärken. Charakter habe ich wahrscheinlich immer gehabt, aber diese Meisterschaft, die ich gelernt habe, das haben mir natürlich meine Lehrerinnen in Moskau gebracht, also geholfen. Und das war ein langer Weg. Also ich habe in der Russischen Akademie für Theaterkunst studiert, 5 Jahre. Und da haben wir alles gemacht, Operette, Musical, Schauspiel und auch Oper. Und das war so eine wirklich große Ausbildung. Und da habe ich viel Mühe gegeben,
damit ich mich zu, wie heißt es, locker zu machen, zu verspannen. Ich habe gelernt, wie kann man improvisieren, Fantasie zu entwickeln. Und ich denke, deswegen schaut jetzt so aus, dass es so bei mir, als ob das mir nichts ist, dass ich das so spiele. Vielleicht ist es schon auch so gewesen, aber da hinten steht eine große Arbeit von mir und von meiner Lehrer. Und also wir haben viele Trainings gemacht, Schauspieltrainings, um Körper zu locker zu machen, nicht irgendwelche komische Körpersprache, das alles weg. Und auch, wie man mit der Rolle umgeht. Also ich habe viel gelernt. Ist die Arbeit, die Sie jetzt noch haben, geringer im Vergleich zu dem, was vorher war? Oder muss man jetzt genauso viel arbeiten, nur etwas anderes? Es ist ein bisschen anders geworden. Ich habe sozusagen, ich spüre, dass ich habe eine Basis und mit dem arbeite ich. Und ich sehe immer so, dass ich bin ein bisschen so zu sagen, ein Teil von mir ist ein Künstler und zweiter Teil ist Material. Und ich versuche immer das zu trennen. Also als ich als Künstler arbeite mit meinem Material. Und es macht mir viel Spaß, wenn ich eine neue Rolle arbeite. Ich arbeite das mit meiner Lehrerin gesanglich und dann als auch bin ich selbst für mich immer eine kleine Regisseurin und dann finde ich immer irgendwelche Interpretationen, die mir interessiert sind. Und ich habe das auch gelernt von Musik. Also ich schaue auch Harmonie und also Dramaturgie von Klavierauszug. Und so, ich weiß nicht, es ist anders, die Arbeit ist anders und wahrscheinlich mehr interessant geworden, weil ich habe mein Werk und mit dem kann ich also wie ein Maler Bilder malen. Ein schöner Vergleich. Wie ist es nun eigentlich, wie muss man sich, wenn man das jetzt anhört, hat man das Gefühl, Ihr Tag hat 28 Stunden und nicht 24 Stunden. Wie teilen Sie sich das ein? Sie haben ja auch Proben, also das ist ja nicht so, dass Sie nur allein an einer Rolle arbeiten. Wie muss man einen Tagesablauf bei Ihnen vorstellen? Es hängt davon, ich bekomme Plan, dann sehe ich, wann habe ich Proben, dann überlege ich auch, was könnte ich in meiner Freizeit andere Rollen vorzubereiten und dann ein bisschen auch Zeit für Freunde von mir, für mich, ein bisschen shoppen zu gehen, das bringt auch viel Spaß und auch Kollegen zu unterstützen, kommen am Abend Oper zu schauen und ja, also für ein normaler Mensch, es ist manchmal im Alltag, es ist vielleicht wir Künstler haben so eine interessante Arbeit, aber trotzdem wir grenzen, ja, ich gehe in die Oper, das ist meine Arbeit, jetzt habe ich meine Freizeit und dann lebe ich wie ein normaler Mensch. Trotz all dieser, das ist nicht ja, dabei. Ich weiß nicht, bei mir, ich denke, wenn ein Sänger hat eine so mehr sichere Technik und versteht, was er macht, bei einer Zeit war ich ein bisschen unsicher, aber dann, ich habe eine neue Lehrerin gefunden und seitdem bin ich mehr sicher mit Technik und seitdem ist meine Stimme immer gesund und auch diese alle Ängste, wie ist die Stimme, das ist auch irgendwie weg. Aber natürlich, ich habe nie Angst, dass ich werde krank. Jeder bekommt das irgendwie. Natürlich, man passt auf, aber ich weiß nicht, ich bin nicht sehr vorsichtig, muss ich sagen. Manchmal kann ich auch ein bisschen Wein trinken und nicht denken, oh, ich habe morgen Probe. Nicht natürlich zu viel. Aber ich denke, wir sind schon gewöhnt, genug aufzupassen, damit wir unsere Stimme schönen für Proben. Also natürlich, wir müssen immer fit sein. Man muss genug schlafen, gut essen. Vor dem Singen ist auch sehr wichtig zu essen. Vor dem Singen? Ja, weil man hat dann nicht genug
genug Kraft. Ich weiß nicht, das ist so bei mir. Und natürlich nicht Alkohol trinken, nicht rauchen, das ist verboten. Ja, aber das stört mich nicht. Also dieser, vielleicht kann man sagen, Grenzen. Nein, das ist so, ich bin so gewöhnt, so zu leben, das ist keine Frage. Wie ist es, wenn Sie zuhören bei Kollegen? Was machen Sie da? Kritisieren Sie da für sich jetzt nicht nach außen hin, aber die oder der macht das falsch, das müsste ich jetzt anders machen oder wie tut man das? Das ist eine gute Frage, weil ich, als ich Studentin war und ich bin sicher, viele Sänger werden vielleicht auch meiner Meinung, wenn man studiert und denkt, ach, ich werde in Laskausen, in Wiener Stadtsphilharmonie, überall, ich bin so cool, ah, der singt schlecht, ah, diese ist nicht genug gut für Staatsoper, man ist sehr kritisch, ich weiß nicht warum. Da war ich auch, muss ich sagen. Aber wenn du kommst, bekommst Arbeit, kommst und singst hier, dann bricht alles. Und dann weißt du, wie es schwer ist. So viele Möglichkeiten kommen und so viele Sachen, die können stören und nicht genug proben oder plötzlich einspringen. Und man ist einfach mehr menschlich dann. Und man denkt, ja, es ist egal, dass er es jetzt nicht fit ist oder ich bin weicher geworden und anders geworden und jetzt bin ich wirklich, ich spüre, wie schwer ist das und jetzt, wie heißt das, es tut mir leid, dass ich war so kritisch für Kollegen, die also zu wenig gedacht habe, aber nein, es ist schwierige Arbeit und ich denke, man muss nicht vergessen, menschlich zu bleiben. Und ja, wir sind nicht Sänger, sind nicht Maschinen. Wir müssen nie ideal sein und klingen. Es gibt verschiedene Tage, kann etwas passieren und Stimme ist ein Spiegel. Jemand hat dich traurig gemacht und dann kommst du zur Probe, kannst dich nicht sammeln und dann, oder hast du schlecht gegessen, nicht geschlafen und dann, Note geht nicht gut und nein, also ich bin, meine Antwort, nein, ich bin nicht so, ich habe das schon erlebt, es ist vorbei, Entschuldigung, dass ich war so, aber ich habe viel gelernt und jetzt will ich nicht mehr so sein. Verstehe. Eine allerletzte Frage noch, gibt es so etwas für Sie, wie sagen, Anspannung vor der Premiere oder so etwas Ähnliches, dass Sie, wenn Sie rausgegangen sind auf die Bühne, dass Sie immer noch das Gefühl haben, eine Art von Nervosität in sich spüren? Oder ist das dann nur dann, wenn man davor steht, vorhanden oder es ist überhaupt nicht vorhanden? Oder? Es ist davor und es ist vielleicht einige Minuten auf der Bühne, aber dann geht es weg. Und mir hilft immer Spiel, dass ich komme in die Rolle und dann bin ich nicht mehr ich, sondern ich bin zum Beispiel die Spinne und sie ist nicht nervös. Und dann bin ich auch nicht nervös, weil ich habe viele Aktionen, ich muss jetzt was tun und das macht mir immer irgendwie, wie heißt es, okay, ich habe vergessen, dass ich bin nervös, ich habe was zu tun, ich habe keine Zeit für das. Und vielleicht doch noch eine Frage, das Schönste in Ihrem Beruf ist? Wow, das ist eine schwierige Frage, oder? Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Das ist schön. Diese Welt, die man für sich öffnet, diese Verbindung zwischen Musik, Gott, Komponist und Zuschauer und diese Magie, diese Zauber, die man am Schluss bekommt nach dieser harten Arbeit, diese Momente, die gehen einfach, die sind einmal in eine Sekunde und nie wieder gleich. Das sage ich. Super, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.
Wir sind hier in der technischen Abteilung der Wiener Staatsoper. Neben mir steht der stellvertretende technische Direktor, Ingenieur Herbert Moser. Und neben uns steht ein Bühnenbildmodell, und zwar vom Terre von Jules Massenet. Wie ist jetzt ein technischer Ablauf einer Produktion sich vorzustellen oder wie funktioniert das? Es gibt ein Regiekonzept, der Regisseur hat einen Bühnenbildner und dieser Bühnenbildner kommt dann plötzlich mit einem Modell. Oder wie ist das? Vorerst möchte ich einmal unsere Zuschauer recht herzlich begrüßen und dann also Ihre Frage beantworten. Es ist so, es kommt natürlich auf die Komplexität des Stücks an, beziehungsweise ob der Bühnenbildner unser Haus schon kennt oder nicht. Und wenn ja, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, dann weiß er, was unsere Bühne schafft und kommt dann schon quasi mit dem Modell unterm Arm zu uns und dann besprechen wir wirklich die Details und vielleicht gibt es vorher ein oder zwei Telefonate, damit man also die groben Umrisse also abgleicht. Gibt es so ein technisches Handbuch, das Sie zuschicken können, wo drin steht, das können wir nicht, daran denkt gar nicht erst? Ja, das gibt es auch, also wo so unsere Parameter quasi aufgelistet sind, wie groß das Haus, wie groß die Bühne, wie tief es hinuntergeht, wie schwer die Dekoration sein darf, das ist niedergeschrieben und das bekommen die Leute auch. Ja. Können Sie auch, wenn Sie so auf ein Modell draufschauen, schon ungefähr abschätzen, wie teuer so eine Produktion wird? Dass Sie so reinschauen und sagen, das können wir uns nicht leisten oder oh, toll, das geht. Ja, das können wir schon in einem gewissen Umfang. Natürlich, wenn es dann genauer werden sollte, dann muss die Werkstatt das natürlich dann abchecken und schauen, wie hoch der Preis ist. Und dann muss man halt hier und da mal Abstriche machen oder wir kommen mit unserem Budget aus. Ganz allgemein gesehen, von den ersten Anschauen des Bühnenbildmodells bis zur Premiere, wie lange dauert das ungefähr? Das dauert circa ein Jahr im Optimalfall, dass wir wirklich Zeit haben, damit wir das also gut durchplanen können und damit das also nichts passiert, sollte ein Jahr Zeit sein, wirklich von der Modellpräsentation bis zur Premiere. Und dieses Modell, das wir vielleicht auch mal kurz hineinschauen, das ist irgendwie 1 zu 100 oder 1 zu 500? Oder? Nein, also dieses Modell ist im Maßstab 1 zu 25, also es wird schon was im Maßstab gebaut, nicht in irgendeiner Größe. Ja. Und so sieht es aus. Das ist ja ein sehr wunderschönes Modell hier. Das ist ja wirklich sehr toll ausgeführt. Das ist nicht immer so, aber der Herr Peter Papst hat also das wirklich sehr toll gemacht. Und das wird auch liebevoll gehegt in der Staatsoper. Die werden aufgehoben, diese Modelle? Die werden aufgehoben, die Modelle. Die braucht dann die Werkstätte unter anderem auch also zur Ausführung, damit man auch die künstlerische Ausführung sich ansehen kann, wie der Bühnenbildner das will. Und somit also muss man sehr pfleglich mit diesen Dingen umgehen und sie werden dann auch aufgehoben in einem Archiv. Ja. Jetzt gibt es Werkstätten, wo dieses Bühnenbild hergestellt wird. Was wird da alles hergestellt? Ich sehe da zum Beispiel so kleine grüne Sessel. Wird der extra hergestellt oder geht man in ein Möbelgeschäft und sagt, ich suche einen grünen Sessel, der muss ungefähr so aussehen? Naja, das kommt darauf an. Also wenn es wirklich sehr spezielle Sessel sein müssen, die wirklich genauso ausschauen sollen wie hier im Modell, dann kann es schon sein, dass die auch gebaut werden müssen. Man schaut natürlich schon, also Dinge zu finden, die man kaufen kann, da das ja wesentlich günstiger ist, wenn man wirklich jedes Teil einzeln machen muss und anfertigen. Der Herr Papst ist auf Ideensuche, fand offensichtlich hier wo in der freien Natur diesen Baum, hat ihn einmal fotografiert, damit er ungefähr uns einmal zeigen kann, wie er sich das vorstellt. Da gibt es dann noch einen zweiten Baum und die Verquickung daraus wollen wir versuchen nachzubauen. Dann nach diesen Fotos, die wir vorher gesehen haben, gibt es dann einmal das erste Modell. Da versucht er einmal also das so umzusetzen optisch, damit das auch auf der Bühne wirkt. Zusätzlich zu dem Modell bringt der Bühnenbildner auch einen Grundriss und einen Längsschnitt mit, damit man kontrollieren kann, ob die Größe zu unserer Bühne passt. Das kann man hier sehen. Das ist jetzt schon irgendwie eine Stufe weiter, das ist so eine Art technischer Plan in vielen Farben. Ja, genau. Also der Kollege zeichnet dann einen technischen Plan von diesem Entwurfsplan des Bühnenbildners, um abzuklären, ob wirklich auch das funktioniert hier im Haus und ob wir da nicht irgendwo mit den Größen ein Problem haben. Hier sind wir schon einen Schritt weiter, und zwar für diese großen Bauwerke hier brauchen wir dann auch einen Statiker, der also quasi die Sicherheit uns abgibt, dass das also nicht zusammenbricht, wenn das auf der Bühne steht. Da gibt es dann statische Berechnungen und auch natürlich Pläne, wie das zu bauen ist. Das kann man alles auch wieder zerlegen, oder? Also wenn man es gerade nicht braucht und in ein Lager bringt, wie groß sind dann die Teile oder wie klein? Naja, unsere Anhänger haben so circa 3,5 Meter in der Höhe, circa 2 Meter breit und etwa 10 Meter lang und da müssen wir also die Dekoration hineingreifen.
bekommen. Also größer dürfen sie nicht sein, sonst haben wir ein Problem. Und wie ist das Gewicht von einem so einen Drum? Also wie, das muss man ja irgendwie auch noch tragen. Das muss man noch tragen können. Also ungefähr 500-600 Kilogramm kann man rechnen, dass vielleicht ein größeres Teil hat. Das wird dann auf Wagen gelegt, dass man das jetzt nicht wirklich weit tragen muss. Und das ist dann an und für sich kein Problem. Wie lange würde zum Beispiel dieses Bühnenbild dauern, wenn man es abbaut und sagt, ich brauche das jetzt gerade nicht für ein halbes Jahr, ich bringe das in ein Lager? Wie lange, also es steht jetzt so da, wir fangen jetzt an, wann ist es weg? Naja, für die, nach der Vorstellung quasi oder am nächsten Tag in der Früh räumen wir diese Bühnenbilder ja weg. Das dauert also im Schnitt ungefähr 2 bis 3 Stunden. Das ist aber nicht komplett zerlegt, das findet dann meistens auf der Unterbühne oder auf der Hinterbühne statt und das kann dann schon noch einen Tag dauern, bis das wirklich komplett zerlegt ist und vielleicht dann noch einen halben Tag, bis dann wirklich alles draußen ist aus dem Haus. Hier sieht man diese Metallkonstruktion. Da sind wir schon in einer Werkstatt, oder? Da sind wir schon in der Werkstatt. Also da wird dann quasi dieser Baum schon zusammengeschweißt oder die Einzelteile und schon zusammengefügt. Und darüber kommt dann eine Styroporkaschur und dann darüber wieder diese Rinde, wie wir vorher schon gesprochen haben. Also hier sieht man das Grundgerüst, so wie es vom Statiker geplant wurde und wie es dann gebaut wird. Das ist aber jetzt nicht auf der Staatsopernbühne. Das heißt, man hofft, dass es reinpasst, man hat es abgemessen, aber ausprobiert hat man es noch nicht. Richtig, also, aber das passt. Also wenn wir mal so weit sind, dann gibt es da eigentlich kein Problem mehr. So, dann haben wir da noch ein paar Fotos. Also hier sieht man wieder, wie das also hier aussieht, was wir zuerst gesehen haben, eingezeichnet. Hier haben wir diese Verstrebungen, wo man teilweise auch vielleicht einmal aufsteigen kann. Dann hier sieht man jetzt schon quasi die Struktur etwas genauer. Hier ist schon der Styropor darüber und schon hier der Überstieg mit Geländer, dass uns dann niemand hinunterfällt. Und da sind wir schon also doch etwas weiter wieder. Da haben wir schon mehr Äste kaschiert. Thank you.
pour le retour, je suis parti.
Oh.
Mater Terre de retour, nous la vue revenir. Personne ici, la porte ouverte sur la rue. Que se passe-t-il donc? Et qui donc était là?
Passerò